Naja, das hat natürlich eine lange Geschichte. Ich glaube, dass die schon angefangen hat, als wir auch auf der Linken noch unheimliche Hoffnungen hatten, dass wir sozusagen im europäischen Projekt so etwas wie eine transnationale Hoffnung darauf haben, dass unsere ganz offensichtlich irgendwie an ihre Grenzen geratenen Demokratien dort nochmal wiederbelebt wird, ne? Das war so eine der großen Erzählungen. Gut, wir schaffen unsere Demokratien, die eh schon Postdemokratien geworden sind, langsam aber sicher ab und finden dann dort in einem neuen Zusammenschluss eine neue Hoffnung. Das Stichwort war bei den Linken ja immer die Forderung, das Europa der Millionen und nicht der Millionäre. Und genau andersrum ist es leider gekommen. Wenn Sie konstatieren, dass es mal eine linke Hoffnung gegeben hat, was mit diesem Projekt, mit dieser Idee Europa zu tun hat, würden Sie sagen, da war am Anfang tatsächlich ein Grund für eine Hoffnung da und ist es nur etwas Schlechtes daraus geworden? Oder würden Sie sagen, da ist von Anfang an der Wurm drin gewesen? Also wenn man jetzt die Gründung der Europäischen Gemeinschaft nimmt, dann der EU, wenn man das zum Ausgangspunkt nimmt, wie würden Sie da die Entwicklung von damals bis heute zusammenfassen? Ich glaube, in der politischen Organisation war wohl schon von Anfang an der Wurm drin, dadurch, dass man ja von Anfang an im Grunde genommen nur die Ökonomie in den Griff bekommen hat und eigentlich auch nur eine Art finanzpolitischen Instrumentarium schaffen wollte. Die Hoffnung, denke ich, lag auf einem anderen Aspekt, nämlich darauf, dass man hoffen konnte, es gäbe eine starke Bewegung von unten, die sich Europa in gewisser Weise auch erfinden kann, die auch einen starken Druck ausüben kann in Form von Kritik, in Form von politischen Bewegungen. Und es ist eigentlich diese Hoffnung, dass also diese Selbstorganisation von unten, dieser Druck von unten nicht stattgefunden bzw. entmachtet worden ist. Die Entwicklung Europas und der Europäischen Union, die steht für Sie in einem Zusammenhang mit dem Problem der Souveränität. Das ist ein recht komplexes Problem, das mit diesem Begriff der Souveränität zusammenhängt. Und ich würde vielleicht einfach versuchen, das mal ja so einzukreisen, dieses Problem. Es geht um das Problem der Souveränität. Das steht wiederum in einer engen Verbindung mit der Frage, wie mit den Flüchtlingen umgegangen wird, die gerade nach Europa gelangen möchten. Es geht um das Problem, es gibt kein Territorium auf dieser Erde, das nicht von einem Souverän in Beschlag genommen wird. Und wenn man Rechte einfordern will oder wenn man um Schutz bitten möchte, dann ist das nur garantiert durch einen Souverän, an den man sich wenden muss. Jetzt scheint es aber gerade so zu sein, dass es gewissermaßen in der Strukturlogik von souveränen Nationalstaaten liegt, Migration zu begrenzen und das Verlangen der Schutzsuchenden möglichst zurückzuweisen. In welcher Beziehung stehen Ihres Erachtens denn Souveränität und Migrationsbeschränkung auch in Bezug auf dieses europäische Projekt? Also im Grunde genommen existieren die Demokratien, in denen wir leben, meines Erachtens nach nur dadurch, dass der Souverän in gewisser Weise vernebelt ist, dass wir nicht genau wissen, wer das eigentlich ist. Und die meisten Menschen, auch die meisten Theoretiker der Demokratie, finden das wahrscheinlich ganz gut, weil wenn wir ein sehr, sehr genau hinschauen, was ist eigentlich der Souverän, dann kämen wir in eine Transzendenz eigentlich, ne? Denn die Souveränität ist immer das, was die Praxis der Macht nochmal legitimieren kann. Deswegen ist dieses Schmidtsche Ideal von rechts, souverän ist derjenige, der über den Ausnahmezustand bestimmen kann, völlig klar. Also das heißt, wenn wir einen Souverän haben, der beim Staat zu suchen ist, dann ist es der Staat, der dann plötzlich sagen kann, stopp, meine demokratischen Rechte, die ich euch gewährt habe, gelten jetzt nicht mehr, jetzt haben wir einen Ausnahmezustand. Und was der Ausnahmezustand ist, das definiere ich, ne? Die linke Vorstellung von so einer Souveränität wäre ja die demokratische Uridee, nämlich dass das Souverän das Volk ist. Das heißt, dieses Volk könnte jederzeit auch sagen, stopp, die Verabredungen, die ich mit dir, dem Staat, der Regierung, den demokratischen oder nicht demokratischen Parteien geschlossen habe, gelten jetzt nicht mehr, ne? Das ist ja auch das eigentlich theoretisch verbriefte Widerstandsrecht. Jetzt, wenn diese zwei Souveräne, die wir uns einfach nicht in einer völlig eindeutigen Form vorstellen können, weil sonst glaube ich, wäre die Konsequenz auf jeden Fall der Bürgerkrieg, ne?
deswegen haben wir die so in Diskursen aufgelöst. Also zwei Leute, die ständig miteinander reden, ständig sich kurz schließen oder so etwas. Und durch bestimmte Probleme, wie eben das Flüchtlings, in Anführungszeichen wohlgemerkt, Flüchtlingsproblem, bricht diese Schweigespirale, wer ist eigentlich souverän, wieder aus. Und dann haben wir tatsächlich diese, sagen wir mal, so zumindest semantisch bürgerkriegsähnlichen Situationen, wie sie dann in Pegida-Veranstaltungen rauskommt, wo quasi ein rechtes Volk sozusagen, ein rassistisch bestimmtes Volk, seine Souveränität einfordert gegenüber einer allzu humanistischen Regierung, die dann in Form von Angela Merkel auch als Volksverräterin oder sowas bezeichnet wird. Und die Tragödie ist, dass in diesem Spiel, was möglicherweise furchtbar ernst sein kann, die Linke keine Rolle spielt, weil sie sich diesem Souveränitätsproblem nicht wirklich hat stellen können. Wenn ich Ihre These richtig verstanden habe in Ihrem Buch, dann sagen Sie, die europäische Souveränität, die erhält sich durch die Flüchtlingspolitik. Das heißt sozusagen die Migrationspolitik, die Flüchtlingspolitik, die wird wie so zu so einer Erhaltungsfunktion der europäischen Souveränität. Können Sie das erklären? Warum erhält sich Souveränität durch Flüchtlingspolitik? Naja, also insofern als die Flüchtlinge sozusagen als Problemfall definiert werden, was sie möglicherweise real gar nicht wären, wird quasi der Ausnahmefall zum Normalzustand. Ich kann mit diesem Ausnahmezustand im Grunde genommen jeden Bruch der demokratischen Vereinbarungen, unter anderem aber auch den Bruch der europäischen Vereinbarungen ohne weiteres rechtfertigen. Also eine der versprochenen Hoffnungen, nämlich die Grenzenlosigkeit oder die offenen Grenzen, die Freizügigkeit, Bewegungsfreiheit, gehörte ja zu den ersten Dingen, die zurückgenommen wurden. Nun wissen wir nie so genau, wo sich die politischen und die ökonomischen Interessen eigentlich unterscheiden. Ne? Wir bewegen uns ja in dem, was Josef Vogel so die Indifferenzzonen zwischen politischen und ökonomischen Instrumentarien beschreibt, so die EZB oder die TTIP-Verhandlungen. Das sind ja alles Instrumentarien, wo ich nicht mehr weiß, sind es eigentlich Regierungen oder sind es Konzerne oder sind es schon Metakräfte, die dort walten? Und genau so verhält es sich dann bei der Flüchtlingspolitik, in der wir nicht genau unterscheiden können, ob zum Beispiel dieser Schub der neuen Nationalisierung, ob das tatsächlich ein politisches Projekt ist oder ob es nicht eigentlich wiederum Teil der monetären, neomerkantalistischen Kämpfe untereinander ist, nicht? Weil im Grunde genommen geht es ja in Europa nicht so sehr um die Einigung, sondern um die Hegemonie. Und da wird meines Erachtens nach der sogenannte Flüchtlingsstrom dann zu einem unheimlichen Hebel, wie ich solche gegenseitigen Erpressungsvorgänge, wie wir so am Beispiel Griechenland eben ganz besonders drastisch gesehen haben, wo eine Gesellschaft ökonomisch eine andere in den Ruin treibt sozusagen. Ne? Und was vielleicht so schon die Metapher für das Kommende ist, dass es im Grunde genommen im Kampf um die ökonomische Hegemonie bei den europäischen Nationalstaaten wirklich mehr oder weniger alles erlaubt wird, mit relativer Zustimmung der Bevölkerung. Und die Flüchtlinge sind sozusagen das Negativ dieser Begegnung oder dieser, was der Seehofer dann die große Koalition der Regierung mit dem Volk nennt, was einfach ein praktizierter Populismus ist, praktizierter Rechtspopulismus. Und die macht sozusagen das Negativ der Versprechungen. Also die Versprechung ist, wenn ich hegemonial sein kann, ich, Deutschland, dann geht's euch gut. Wenn zu viele Flüchtlinge kommen, geht's euch nicht mehr so gut. Ne? Also das ist so wie Zuckerbrot und Peitsche. Und beides geht aber in Richtung auf eine Gleichzeitigkeit von politischer Neonationalisierung und ökonomischer Ausweitung.
Sie greifen jetzt in Ihrer Definition des Souveränitätsbegriffs auf den italienischen Philosophen Giorgio Agamben zurück. Agamben, der schreibt, Souveränität ist die Sphäre, in der man töten kann, ohne ein Opfer zu zelebrieren. Und auch für Sie scheint da der Begriff des Opfers eine zentrale Rolle zu spielen. Etwa wenn Sie schreiben, souverän ist, wer den Flüchtling vor der Opferung bewahrt, den der braune Mob verlangt, und wer selbst über Leben und Tod der Flüchtlinge entscheidet. Nun scheint mir hier der Begriff des Opfers ziemlich voraussetzungsreich zu sein. Können Sie vielleicht erklären, was das in Bezug auf die gegenwärtigen politischen Entwicklungen bedeutet? Also welche Rolle spielt da, wenn wir uns Europa heute angucken und die politischen Entwicklungen, die damit verbunden sind, welche Rolle spielt da sowas wie Opferung? Also wir können es ja mal versuchen, das ist natürlich eine relativ komplizierte Angelegenheit. Also zunächst mal würde ich sagen, dass wir ja ein Wissen darüber haben, dass die Flüchtlinge quasi von uns produziert sind. Dieses große Versprechen des Neoliberalismus schon seit den 80er Jahren, nämlich eine Weltordnung zu schaffen, in der nach und nach alles sich dem Markt unterwirft und damit eben die Konflikte und die Gewalt weniger wird. Dieses große Versprechen hat sich ja ins genaue Gegenteil verkehrt. Das heißt, auf jeden Fall kommen die Flüchtlinge sozusagen mit der Anklage zu uns, dass das ganze Projekt eigentlich gescheitert ist. Sie sind sozusagen die Testimonials des Scheiterns, was schon die erste Barriere ist, auch die erste Spaltung. Also dann gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Ich akzeptiere dieses und sehe den Flüchtling als das Opfer meines eigenen Systems und werde ihn dementsprechend versuchen, aus diesem Opferstatus wieder herauszuführen, indem ich ihm meinetwegen die Rechte gebe, die er braucht, um sich zu emanzipieren. Und die andere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, dieses Schuldeingeständnis wird nicht gemacht, sondern im Gegenteil, der Schuldige, der Überträger dieser üblen Nachricht muss geopfert werden, wie der Sündenbock klassisch. Ja. Und schon da haben wir diese Spaltung der Gesellschaft eigentlich, noch ganz ohne die eigentlich logischen, humanistischen, emotionalen Dinge. Die einen sagen, es ist selbstverständlich zu helfen, das gehört zum Menschsein, und die anderen, es ist Selbstverständnis nicht zu helfen, weil sonst bin ich kein Deutscher mehr oder kein Europäer mehr. Das Opfer bedeutet aber, wenn ich es vollziehe im klassischen Sinn, dass ich damit die Schuld auch anerkenne. Deswegen muss es Strategien geben, dieses Opfer zu rationalisieren, zu verkleiden, auch die Schuld auf andere zu übertragen. Da kann ich so simple Sachen machen, wie die Unterstellung, die sind ja alle gefährlich, da ist sowieso jeder Dritte ein Terrorist oder so etwas. Damit habe ich die Opferrolle eigentlich schon umgedreht. Er ist der Täter und ich bin das Opfer, ne? Und also das ist im Grunde genommen die rechte Einstellung. Die ganze AfD und Pegida-Rhetorik könnte man auf diese Umkehrung von Täter und Opfer reduzieren. Die sind die Gefährlichen, die sind die Täter, wir sind die Opfer, wir müssen uns wehren. Darin steckt eben auch nicht nur die Verleugnung der Geschichte und die Verleugnung der Machtverhältnisse, auch die Verleugnung der Ausbeutung, an der man teil hat, sondern es steckt darin eben auch ein Kampf ums Menschenbild sozusagen. Also der Flüchtling, ohne es zu wollen, stellt die unglaubliche Frage, was ist eigentlich ein Mensch? Und über diese Frage zerbricht eigentlich die Gesellschaft, weil sie dann von lebte, diese Frage nicht genau zu beantworten. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann argumentieren Sie in Ihrem Buch auch so, dass Sie sagen, die europäische Souveränität, die reagiert auch deshalb so restriktiv auf die Flüchtlinge, weil die Flüchtlinge für ein Potenzial der Veränderung stehen, eine gesellschaftliche Veränderung, die Souveräne verhindern möchten oder auch verhindern müssen, wenn sie nicht sozusagen zur Selbsterkenntnis gelangen wollen. Nun könnte man da vielleicht auch kritisch nachfragen in dem Sinne, die Flüchtlinge als Potenzial für eine progressive Veränderung zu sehen, ist das nicht auch ein wenig eine linke Hoffnungsprojektion? Also, und kann vielleicht so eine Zuschreibung nicht auch verkehrte Folgen haben, wenn man zum Beispiel jetzt die Fortschrittlichkeit der Flüchtlinge zur Bedingung der Solidarität macht?
Also das ist ja vielleicht auch gar nicht so eine ausgemachte Sache, dass Flüchtlinge selbst eine progressive Veränderung intendieren, einfach weil sie das wollen, was ihnen als ideologisches Bild auch von Europa vorgemacht wird, weil sie sich selbst vielleicht in einer Konkurrenzsituation befinden, aus ganz verschiedenen Gründen. Und ich denke, man sollte das Eintreten für den Schutz von Flüchtlingen nicht davon abhängig machen, was für eine Gesellschaftsvorstellung die jeweiligen Flüchtlinge haben. Inwiefern würden Sie trotzdem daran festhalten, dass mit den derzeitigen Fluchtbewegungen eigentlich auch ein Veränderungspotenzial für Europa verbunden ist? Ich glaube, dass der Diskurs, der damit verbunden ist, also die Frage nach dem, was ist ein Mensch, was sind Rechte, was sind Bürgerrechte, was sind Menschenrechte und sowas, ja, völlig unabhängig ist von der Einstellung oder von der Ideologie oder von der Philosophie oder von der Religion, die Flüchtlinge mitbringen würden. Also an der Grundproblematik würde sich überhaupt nichts ändern, wenn alle Flüchtlinge meinetwegen reaktionärste, islamistische Halbfaschisten wären oder so etwas. Die Frage würde sich trotzdem stellen, wie definieren wir unsere Gemeinschaft? Und die Frage bleibt nach wie vor, sage ich, dieses Land gehört seinen Bewohnern oder sage ich, dieses Land gehört jenen, die sich auf bestimmte demokratische Projekte, auf bestimmte Vorstellungen, auf bestimmte Toleranzwerte und so weiter einigen können. Und dann frage ich mich weiter, wie muss ich denn einen solchen Einigungsprozess überhaupt bewerkstelligen? Im Augenblick ist es ja genau andersherum, nämlich dass die Frage an den Flüchtlingen, was möchtest du, was willst du, was kannst du geben oder so etwas, eben gar nicht gestellt wird, ne? Das heißt, sie werden so, wie ihre Gesellschaften vorher vom Markt ausgeschlossen wurden, werden sie hier aus dem politischen Diskurs ausgeschlossen. Aber eine Vorbedingung, eine Ideologieprüfung oder so etwas hat, glaube ich, damit gar nichts zu tun. Nun ist Ihr Buch Anfang dieses Jahres erschienen. Seitdem hat sich doch auch noch mal einiges getan, was Europa betrifft. Als zentrale Nachricht steht da im Mittelpunkt natürlich der Ausgang des Brexit-Referendums. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eine linke Position angesichts auch dieses Brexits, dass da so eine gewisse Hilflosigkeit zu vernehmen ist. Nämlich deswegen, weil man einerseits sich nicht identifizieren kann mit diesem Projekt Europa oder konkret eben mit der Europäischen Union. Auf der anderen Seite hat man Angst, eben sozusagen mit einer Kritik der EU, mit einer Kritik Europa, auch sozusagen ja, in die Hände zu spielen von sowas wie Separatismus, Reaktualisierung von Nationalismus und lokaler Bornierung. Wenn man diese Entwicklung jetzt nimmt und vielleicht dann auch nochmal sozusagen die Hoffnung im Titel Ihres Buches nimmt, wie müsste man sich denn auf Europa beziehen und was für ein Hoffnungspotenzial ist da vielleicht doch auch vorhanden? Also Ihre Einschätzung teile ich vollkommen über eine Phase der Hilflosigkeit oder auch, ich würde sagen, man befindet sich so in einer gewissen Falle, ne? weil man weder die Demokratie, wie sie ist, noch das europäische Projekt genauer kritisieren kann, ohne dann damit rechnen zu müssen, dass man den Beifall von der falschen Seite bekommt oder eben den Zerfall durch die Faschisierung noch beschleunigt oder so etwas. Nur tatsächlich denke ich, dass allein die Neuartigkeit der Probleme einen dazu bringen könnte, bestimmte Grundideen nochmal völlig neu zu denken. Ne? Also so, man stellt sich eine Insel vor und dann fragt man sich, was sind eigentlich Freiheiten, was ist Gerechtigkeit und so etwas. Also diese unglaublich grundlegenden Begriffe, die so vernutzt sind und die so korrumpiert sind, die müssen durch den Zwang zu einem neuen Dialog, durch den Zwang zu einem neuen Diskurs nochmal völlig neu gedacht werden. Und da denke ich wiederum, es gibt keine andere Kraft als die Linken, die genau diese Möglichkeit haben, das zu denken. Neu zu denken, was ist Demokratie, neu zu denken, was ist Europa, neu zu denken, was ist Freiheit, neu zu denken, was ist Gerechtigkeit.